So, Emerald, Jungle, Winrate. Was bannen wir denn aktuell? Ah, Momo. Oh ja, oh mein Gott. Amumu oder Shyvana? Honestly, ich spiele Shyvana eher. Weil Amumu kann ich auch spielen. Der sollte gegen Master Yi eine sehr gute Winrate haben. Er hat gegen alles eine gute Winrate. Junge, Amumu ist ja broken gerade. Aber Momo ist ein guter Bann gerade. Momo, immer gut. Ich habe mir auch eine Zeit lang gespielt, recht viel. Aber der bringt nicht ganz so viel Spaß, wenn man Qs nicht hittet. Hey, Galio lieben wir. Und der Lulu wieder schön. Tryndamere, honestly, nimm Split Push Tryndamere top. Renn denen einfach alles ein. Das ist Zyra Jungle. Zweite Q. Das war aber so ein guter Change für diesen Champion, honestly. So simpel, hat ihn wieder so viable gemacht. Hab übrigens gerade Press the Attack gespielt. Habe ich nicht gespürt. Habe ich überhaupt nicht gespürt. Nee, Hail of Blades auch nicht. Also wahrscheinlich ist Hail of Blades sogar das Beste. Mach ich aber nicht. El Brustolator. Also die Namen in League of Legends werden wirklich immer crazy in letzter Zeit. Immer mehr auch so deutsche, so urdeutsche Namen. So, ich befolge jetzt meinen eigenen Advice da. Ausnahmsweise mal. Hallo. Kommt jemand dazu hier? Wo ist die Toplane? Hoffentlich bald da, weil du bist fast tot. Ich kann nicht flashen, dann flasht er auch einfach. Ich find's schön, dass Tründer unterm Tower chillt. Oh, ich bin so traurig. Oh, ich bin tot hier leider. Also Tründer, da war, also... Ja, das war jetzt echt eine gierige Aktion von uns beiden auch. Aber da hätte Tründer 10 Stunden vorher runterkommen sollen. Oh, ich bin gespannt. Das kann sie echt machen? Hätte ich da direkt hinlaufen sollen? Nee, ist gewordet. Und wo geht sie danach hin? Geht sie... Nee, sie kitet nur. Boah. Ja, ich würde auch gerne hinrennen, aber sie hat hier gewordet, das weiß ich noch. So, we would probably just, like, die and stuff. Aber wir invaden sie jetzt auf jeden Fall wieder. Na, da kann ich nicht viel machen, fürchte ich. Lol. Weil sie ist jetzt an den Vögeln. Ich glaube, die cleart sie recht schnell. Und dann matchen wir sie am Red Buff mit Smite up. Bitte keine Vision, bitte keine Vision. Geil. Bitte? Ja, ich liebe es, 10 Stunden geslowt zu sein. Geslowt zu sein ist meine Lieblingsbeschäftigung. Die hat eine ganze Jungle-Hälfte in derselben Zeit geklärt, in der ich eine halbe geklärt habe. Das ist ein bisschen verrückt, meine Freunde. Also ja, ich war auch verspätet und so. Aber was? Es ist übrigens mein erstes Match gegen Zyra Jungle, glaube ich, seitdem dieser Pick ein bisschen stärker ist. Ich verstehe das Problem. Why is this not nerfed, though? Wird die so, fällt die so ab oder tut ihr das einfach weh, dass sie underleveled ist? Nee, tut sie sich das als Supporter, ist ja eigentlich uns auch underleveled. Ist schon genervt. Ach so. Na, dann ist ja gut. Wundervoll. Das überlebt sie nicht, wa? Oh, ui. Ah, stirbt sie. Aber honestly, da soll sie lieber an Leona sterben, als jetzt wieder an der Caitlyn. Oder an der Zyra. Ach. Och, ist sie frech. Sie ist so frech. Was soll ich denn da jetzt? Warum kriege ich einen Vision Ping? Da kann ich nicht rein. Dann sterben wir beide. Schön, Ult. Wichtig. Kommt sie her? Das ist wirklich die feiste Lane. Stimmt, Syndra gegen Galio. So, sie sollten nach der Kröte jetzt Level 6 haben, oder? Es tut mir leid, Tründer, aber... Gerade nicht. Ich bin jetzt gerade erst Level 6. Ich komme schon noch. Ich hasse die BOTRK-Bauen-Phase mit Master Yi, wirklich. Hm. Oh, Bro, ist so tot. Sind die, ich habe irgendwo gesehen, dass Death Timer hochgesetzt werden im Early Game. Das wird echt eine super coole Änderung, glaube ich. Man ist ja momentan im Early Game gefühlt nie tot. Und wenn nochmal jemand tötet, kannst du danach invaden und sowas. Actually sick. Ja, richtig. Ich habe schon gehört, dass es schon wieder ein Baus-Nerf auch ist. Oh, da komme ich raus. Der Death Timer T
tickt in Sion Passive ja schon. Nee, aber seine Taktik basiert ja auf Sterben. Das heißt, er wird dafür mehr gepunished als vorher. Wenn sein Playstyle das nicht wäre, es ist ein Sion. Maybe ist es ein leichter Sion. I don't know. Aber wenn du halt trotzdem dafür gehst, öfter zu sterben, dann ist er wieder Nerf. Ach, keine Ahnung, Mathematik. Okay, Biotherka-Phase überlebt. Was machst du alleine auf der Lane hier unten? Top-Lane kann ich auch nichts tun. Der Junge ist schon wieder tot, bis ich da bin. Was sehe ich hier? Ah, das war ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Kranker Cleanser aber auch. Hä? Wo gehe ich denn schon wieder hin hier? Wir auch noch? Tanzen? Nicht tanzen? Na gut. Werde ich jetzt hier verkauft? Okay, habe ich nicht ganz verstanden. Ich hatte halt keine Wahl, ich konnte da nicht raus. Sonst stirbst du leider. Oh, er stirbt nicht. Ja, habe ich mir ungefähr genauso vorgestellt. 320 Games auf Tründe mehr diese Season. In der, warte mal, das ist die letzte. Das ist nur ein Monat, glaube ich. Im letzten Monat 320 Games auf Tründer mehr. Weil die Botlane wird halt dazukommen. Ach, wieso hast du schon wieder Ult? Weil ich auch schon wieder Ult habe, Lukas. Natürlich hat die wieder Ult. Ich dachte trotzdem nicht, dass sie mich da töten dürfen. Frech. Das ist kein Mercs-Game, wie ich das. Mercs sind overrated. Oh no. Junge, wer ist er? 30 Tage, 530 Matches insgesamt. Wirklich? Okay. I guess das kommt auf meine Liste mit Revelations, dass eine Syndra mich da töten darf. Ich echt den Knock-Up. Also, ich musste Qun zum Engagen. Gab's keine Wahl. Also hätte ich aber nicht engagen dürfen. Das wäre die Lösung. Eklige Lösung. Scheiß Lösung. Mag ich nicht. Da hat sie schon wieder Ult. Naja, diesmal nicht. Ja! Ah, scheiße. Ah, scheiße. Oh Gott. Noch 2100 Gold. Zwei Level unter dem. Och nee. Irgendwie, warte mal. Gibt's keine Ressourcen mehr auf der Karte? Scheiße. Was ist hier los? Aber cool, dass er da mit mir reingegangen ist, aber das war von Anfang an schwierig. Sorry, wie es ist. Da auch nur das unausweichbare Delayed. Immerhin können sie keinen Baron machen. Kleiner Trost. Katastrophe. Ich weiß nicht, warum wir Leona gefokust haben, aber ich hab's auch nicht gespürt, auf Syndra zu gehen da. Aber es ging gut aus. Ein Glück. Aber auch nur, weil meine Q komplette Syndra ult dodged. Was hier? Ich bin so dumm, das ist wirklich insane. Wo war der die ganze Zeit? Ich hab den nicht gesehen vorher. War der auf der Botlane zu sehen? Bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich die Augen aufgemacht habe, hätte ich ihn so schätzungsweise 30 Sekunden vorher sehen können. Den Wukong. Was macht sie denn da unten? Ich wollte jetzt voll das Flashplay machen, aber jetzt musste ich auch ein Flashplay machen, aber andersrum. So eine Scheiße. Ja, wie sieht's hier oben aus, Freunde? Ach so. Oh. Wir fokussen wieder Leona. Das ist also.
Drei Leute haben da 20 Sekunden lang auf Leona rumgekloppt. Das ist wirklich wild. Die hat nicht mal ein Item fertig und hält das so aus. Ich bin nicht ganz sicher, was wir hier machen jetzt gerade. Nur eine Kröte darf ich behalten. Oh, ein schöner. Warte mal, wo war denn hier noch ein Wort? Wurde draufgedeckt oder hat sie den geklärt wahrscheinlich? Sag mal, kostet so 400. Bitte, aber... Ich schwöre bei Gott, wenn wir jetzt nochmal Leona fokussen... Er hat Leona engaged. Oh, PP. Ja, jetzt ist sie unterm Tower, jetzt müssen wir hier den Reset holen. Kriegen wir nicht mehr. Kriegen wir doch. Ein taktischer Wurf, du. Aber wir haben es probiert.